Volleyball Trierwil erkämpft sich den Sieg in der Innerschweiz. In der Nationalliga B-Finalrunde schlönt die Baselbieterinnen Volleya Obwalden mit 1:3. Durch das ganze Spiel durch hat sich Trierwil schwer getan, den Ball an den Boden zu bringen, weil Volleya stark verteidigt hat. Im ersten Durchgang hat die Vierung oft gewechselt. Aber mehr als 4 Punkte Vorsprung, wie beim 9:5 für Volleya, hat sich keine Mannschaft erarbeiten können. Der VBT hat dann noch mehrere Satzbälle mit 26:28 die Nase vorne gehabt. Im zweiten Satz war es wieder die Heimmannschaft, die den besseren Start hatte und zwischendurch mit 6 Punkten vorausgelegen ist. Trierwil hat sich zwar noch ankämpfen können, aber zu mehr als einem 25:23 hat es nicht mehr gelangt. Der dritte Satz ist dann eine ziemlich klare Sache für den VBT geworden. Mehr Druck am Service und im Angriff sowie einige schöne Aktionen am Block haben zum 15:25 geführt. Umgekehrt das Bild den anfangs vierten Satz. Im VBT ist wenig gelungen, Volleya mit der stärksten Phase und es hat schwer nach einem Tiebreak ausgesehen. Erst beim 4:14 ist Trierwil wieder verwacht, hat sukzessive aufgeholt und das Spiel mit 22:25 für sich entschieden. Volleya bleibt in der Finalrunde weiterhin punktelos, während Trierwil zumindest temporär Galina überholt und sich auf den 5. Platz führen geschafft hat. Die Liechtensteinerinnen sind dann auch der nächste Gegner. Am Sonntag, am 22. Februar, am 4 Uhr oben in der 99er Halle, hat der VBT Gelegenheit, sich für die Göpp-Niederlage im letzten Herbst zu revanchieren.